Die Frage ist, ich glaube, ich packe jetzt aber trotzdem mal meine eigene Fackel aus, weil ich meine, wozu habe ich sie denn? Dann sehe ich wenigstens auch ein bisschen mehr. So, dann mache ich mich mal das eine Holzbrücke oder toll, da komme ich jetzt natürlich nicht ran. Die Frage ist, überhaupt muss ich das? Es ist zwar arschdunkel, aber hier und da hängen Fackeln. Da nicht ran, aber ich glaube. So. Aha. Menü? Marcherie? Ja, ich würde sagen, hier rüber. Durchfallen. Nein, nein, oder auch nicht. Ich sehe nichts, aber es geht weiter. Was, wie, wo? Was ist das jetzt schon wieder? Was will das Ding? Boah, Alter, keine Ahnung, was will das Ding? Es gibt aber sonst keinen anderen Weg. Was zum Geier? Find another way. So. Alter. Das Problem ist, ich sehe kaum was. Und jetzt? Was bin ich abgestürzt? Ich muss mal ganz kurz schauen. So, ich denke. Da hinten kam ich her. Ich muss jetzt mal schauen. Nein, das ist es nicht. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Hier gibt es auch nichts Brauchbares. Also muss ich irgendwie falsch abgebogen sein. Frage ist, wo das dann gewesen sein könnte. Hier geht's nirgends weiter. Ich möchte aber auch gerne mal wissen, wo ich gerade bin, weil irgendwie Fantasy-Umgebung oder sowas. Darüber, wie weit geht's auch nicht großartig weiter. Was ist das da drüben? Achso. Nur Lichtschatten. Lichtschatten. Lichtkegel. Gibt es einen anderen Weg? Das ist die Frage. Ich schau mal ganz kurz im Inventar. Notes. Notizen. How
did they overcome the mortal chill that lurks in the darkness? The souls went astray and got lost by the shadows because there was another horror. Ich sehe hier jetzt ehrlich gesagt ist eben auch, ob ich Bretter verschieben kann. Aber wenn ich darüber gehe, dann stelle ich der wieder im Weg. Darunter springen? Nein, das glaube ich nicht, oder? Was tatsächlich? Weißt wie, wo? Warum bin ich gerade automatisch gedreht worden? Geht's gar nicht weiter. Es liegt auch nichts rum. Geht's auch nicht großartig weiter, dann. Soviel zum Thema, das Spiel erfordert schnelle Reaktion. Nicht schon wieder. Oh, ich glaube, ich habe es erfolgreich umgangen. Geht's nicht weiter. Und da unten sehe ich zwar was, aber ist es nicht so tief? Oh, oh. Oh, gerade noch geschafft. Ich glaube, ich packe meine Fackel wieder aus. Die könnte mir jetzt gute Dienste leisten. Weil irgendwie sieht es ja da vorne schon wieder zu dunkel aus. So, nur. Sehe nichts und meine Fackel wird wahrscheinlich gleich wieder ausgehen. Okay. An die komme ich nicht ran. Ja gut, an die gleich zweimal nicht. Gehört werden von irgendjemandem. Ich würde aber gerne wissen. Wow. Okay. Ja, das habe ich jetzt doch geringfügig erstaunt. Nice. Sieht aus wie von. Wie von so einem alten, komischen, merkwürdigen. Wie so einem Volk bei Conan. In einem Film Conan. Was geht jetzt? Was geht jetzt? Hat jemand eine Axt für mich? Was
Zu einer geht die Tür auf. Stecken dahinter böse Mächte. Nochmal so ein Ding. Brauche ich wieder meine Fackel? Schon. Die Tür ist wieder zu, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, jetzt ist meine Fackel eh aus. Den Stein hier kann ich nichts machen. Was zum Fallen im Boden. Wie werden die ausgelöst? Bin ich da jetzt gerade über eine Stufe drüber oder wie? Soll ich da jetzt... Ja, sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht. Okay. Also es gibt hier einen Mechanismus, der das auslöst. Nur mal so eine ganz blöde Frage. Ich pack mal die Statue aus. Damit kann ich nichts tun. Nun also liegt es wieder mal an mir, herauszufinden. Herauszufinden. Warte mal. Nein. Da kann ich so gar nichts. Ist da irgendwas Auffälliges in der Wand? Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich drauf laufe, drüber springen. Okay. Ein gut gebauter Aufbewahrungsbehälter für so zahlreiche Dinge wie beispielsweise Menschen.